Hi und herzlich willkommen zu Part 31 meines Starspawn Let's Plays. Wir sehen hier vor uns Malea mit dem kleinen Matty auf dem Arm. Ihr hattet mir in die Kommentare geschrieben, dass ihr es richtig schön findet, wenn wir den kleinen statt Matthew, was ja sehr erwachsen klingt, einfach Matty nennen können. Das passt irgendwie viel, viel besser zu einem Säugling und das finde ich auch. Und wenn ihr euch einmal hier ein bisschen umguckt, ich mache euch mal den Blurfilter hier ein bisschen weg, dann könnt ihr erraten, wo wir uns befinden. Wir sind nämlich tatsächlich nicht bei uns zu Hause, sondern in Henford. Und Beckley. Wir werden in diesem Part ein bisschen in Henford spielen nochmal. Das hattet ihr euch gewünscht. Und ihr hattet auch einen sehr, sehr guten Grund dafür genannt. Das werde ich euch gleich auch alles sagen. Wir sind dieses Mal in einem sehr luxuriösen Urlaubsmietobjekt. Das haben wir tatsächlich dieses Mal auch wirklich nur als Urlaubsmietobjekt. Wir sind für 2 Tage hier einquartiert. Wir haben hier wirklich, wirklich viel Platz. Hier ist ein kleines Bettchen für unseren Matty. Und wir haben hier ein Kinderzimmer für Elissa und für unseren Zane. Genau, die beiden können hier übernachten und Malea hat dann hier noch ein Schlafzimmer und hier unten in der unteren Etage ist alles, was die vier so brauchen. Genau, aber ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mal, denn Malea hat sich nämlich dazu entschieden, eine Schauspielrolle wieder anzunehmen in Henford, müssen wir uns jetzt vorstellen. Und das passt ihr ideal, denn ihr hattet mir geschrieben, dadurch, dass wir ja, hey, unsere Butlerin ist mitgekommen. Das ist ja auch noch so eine Sache, über die wir reden müssen, denn sie platzt mittlerweile aus allen Nähten. Aber ihr hattet mir geschrieben und die Idee fand ich richtig, richtig gut, dass wir ja in der Zeit, wo zu Hause unser Haus umgebaut wird, nach Henford reisen könnten, um in der Zeit hier ein bisschen Zeit zu verbringen. Denn Elissa soll ja möglichst viele Leute hier schon aus dem ehemaligen Farmland-Spielstand kennenlenen. Und ich würde sagen, Malea, du guckst jetzt mal gerade, was dein Kind so braucht. Dein Sohn hat Hunger und er möchte schlafen. Und da du dich ja tatsächlich um Matty selbst kümmerst, müsstest du ihn jetzt bitte einmal stillen. Jedenfalls wird Elissa jetzt gleich ein bisschen hier das Dorf erkunden in der Zeit, wo ihre Mom hier schwer beschäftigt ist und hier halt ein paar Sachen für ihren Schauspielkram auch machen muss. Deswegen ist auch die Butlerin dabei. Wir hatten ein bisschen über die Butlerin auch schon gesprochen in den Kommentaren unter dem letzten Part und ihr hattet mir geschrieben, dass das gar nicht geht und dass Malea wahrscheinlich nicht besonders zimperlich sein wird. Das glaube ich auch. Allerdings weiß Malea ja aktuell nicht, dass dieses Kind, das im Bauch der Butlerin heranwächst, von ihrem Tremaine ist. Woher soll sie das auch wissen? Also weder Tremaine noch die Butlerin haben ihr das gesagt, dass sie was miteinander haben. Natürlich kann sie vielleicht jetzt im Verlauf dieses Parts einen Verdacht schöpfen und ich denke, das wird sie auch tun. Aber ein endgültiger Beweis fehlt ihr natürlich noch. Aber wie gesagt, ich habe ein bisschen ein paar Pläne für die Story. Ich würde aber sagen, wir fangen jetzt erstmal damit an, das habt ihr euch nämlich alle gewünscht, dass wir ein bisschen mit Elissa ins Dorf gehen. Wir werden nämlich, Elissa backt hier, glaube ich, sowieso gerade so ein bisschen rum, deswegen werden wir jetzt mit ihr einmal reisen. Wir werden einmal ganz gezielt in unseren alten Farmleif-Spielstand gehen hier mit ihr. Sie wird ein bisschen wandern, wird ein bisschen hier rumlaufen, spazieren gehen, ein paar Steine ins Wasser werfen und wird dann ganz rein zufällig, wie das in meinen Let's Plays nun mal so ist, hier in der Familie unseres alten Farmleif-Spielstands landen. Und hier steht Lynn vor der Tür. Oh mein Gott, das ist so schön, weil wir haben einfach schon so lange nicht mehr mit Pferden gespielt. Ich weiß noch genau, dass ich mich damals total gefreut habe, als das Pferdepack rauskam und jetzt spielen wir einfach gar nicht mehr mit den Pferden. Das ist so schade. Aber ich glaube, Lynn ist ein erwachsenes Pferd. Das heißt, wir könnten theoretisch auch gleich mal Kiara fragen, ob wir vielleicht mal auf Lynn reiten dürfen. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb Elissa jetzt gerade hier all ihren Mut zusammennimmt und einfach mal an der Tür klopft, weil sie gesehen hat, dass die Familie hier ein Pferd hat und sie als Stadtkind in Delta Valley hat sie wahrscheinlich noch nicht so oft Pferde gesehen. Wer ist denn hier gestorben? Missy, oh nein, Missy ist gestorben. Oh nein, das ist der kleine Hund von Kiara gewesen. Ich glaube, wir werden sie aber jetzt mal hier in den Garten stellen. Genau, oh nein, Missy ist tot. Naja, aber auf jeden Fall hat sie als Stadtkind wahrscheinlich noch nicht so viele Pferde gesehen. Hier kommt übrigens gerade Dahlia runter. Dahlia ist ja eine von den beiden Zwillingsmädels und die sind älter geworden. Sie sieht wunderschön aus, wie ich finde. Und hier im Gartenhaus oder in der Partyraum steht auch unsere Fleur. Genau, ich musste gerade nochmal nachgucken. Fleur steht hier und tanzt und ist glücklich, genau. Und wir sind jetzt einfach... Oh nein, Elissa hat sich jetzt gerade hier direkt schon zu Tarik hingesetzt und quatscht ein bisschen mit ihm. Das finde ich toll. Sie hat jetzt auf jeden Fall gerade hier geklopft und hat echt all ihren Mut zusammennehmen müssen, weil sie sich halt... Also ich meine, das sind fremde Leute für sie, ne? Dass sie jetzt hier klopft, da musste sie sich echt ein bisschen überwinden. Aber sie hat halt das Pferd gesehen und hat
es hat tatsächlich geklappt. Und Tarik hat ihr aufgemacht und hat sie direkt reingelassen, weil ich meine, hier auf dem Dorf ist er halt relativ entspannt und Alyssa ist halt ein Kind und deswegen lässt er sie halt rein. Also einen anderen Erwachsenen hätte er wahrscheinlich nicht reingelassen, aber Alyssa ist halt ein Kind und er findet sie irgendwie direkt total nett und deswegen lässt er sie hier rein. Und ich finde es so schön, dass die beiden sich jetzt hier kennenlernen und das sind einfach so zwei komplett verschiedene Welten hier einfach, die hier aufeinandertreffen. Unsere absolut vornehme und gut gekleidete und immer perfekt gestylte Alyssa und Tarik, der einfach jetzt irgendwie so ein paar Farbensachen hat. Wahrscheinlich hat er ihr überall noch so ein bisschen Erde kleben an seinen Schuhen, an seiner Hose und so. Und Alyssa findet das wahrscheinlich hier alles total komisch, weil sie das halt so nicht kennt. Normalerweise läuft man in ihrer Welt ja nicht schmutzig rum und normalerweise, also sie kennt das einfach alles so nicht. Und deswegen ist das jetzt für sie voll die neue Erfahrung hier. Aber sie versteht sich hier gerade direkt richtig, richtig gut mit Tarik. Wir müssen uns aber mal ganz offiziell bei ihm vorstellen. Sie wird ihm jetzt mal sagen, hi, ich bin Alyssa und meine Mom hat hier einen Schauspielauftritt. Weißt du, vielleicht kennst du sie. Sie heißt Malia Kobalay, also vielleicht hast du schon mal einen Film von ihr gesehen und Tarik wird wahrscheinlich noch nichts von ihr gehört haben, weil ich glaube nicht, dass Tarik irgendwie was für diese Filme übrig hat, die Malia so produziert und ich glaube, so Influencer-Kram interessiert ihn auch nicht. Deswegen kennt er das alles nicht, aber Alyssa findet das mal total schön, weil sie hier von Tarik einfach ganz normal, wie ein ganz normaler Mensch behandelt wird und nicht wie die Tochter von der großen Malia Kobalay, von dem riesengroßen Influencer-Star. Und das findet sie gerade total schön, weil sie sich jetzt hier mit Tarik einfach mal ganz normal unterhalten kann. Und er ist auch nicht so eingebildet wie die ganzen anderen Kinder auf ihrer Privatschule und so. Er ist einfach total bodenständig und ihr gefällt das gerade so, so gut, hier zu sein. Und das ist so schön. Und ich wollte jetzt eigentlich mal gerade gucken, ob hier auch irgendwo Kiara ist. Ich glaube tatsächlich, Kiara ist nämlich nicht da. Das finde ich interessant. Aber gut, Fleur und Dahlia sind ja schon Teenager und die passen dann jetzt eben hier gerade auf Tarik auf. Und ich meine, Tarik ist ja jetzt auch nicht mehr so klein, dass er die ganze Zeit beaufsichtigt werden muss. Deswegen ist es natürlich okay. Ich denke mal, Kiara wird wahrscheinlich irgendwo auf dem Markt sein oder so. Aber ich finde es so schön, wie die zwei hier einfach wirklich die ganze Zeit sich jetzt miteinander unterhalten. Und Tarik wird dann natürlich auch sagen, klar, du kannst natürlich auf Lynn reiten. Sie ist total lieb und also eigentlich brauchst du da überhaupt gar keine Angst haben. Komm, ich zeig dir mal, wie das geht. Und Alyssa wird dann sagen, was? Jetzt? Also ich meine, okay, das ist natürlich schön. Also ja, deswegen habe ich ja geklopft, aber weißt du, ich habe noch nie, also ich habe natürlich schon mal Pferde gesehen, aber ich habe noch nie auf einem Pferd gesessen, weißt du, das ist für mich irgendwie alles jetzt ein bisschen komisch. Und hier ist tatsächlich noch ein Kind von Kiara und Steve. Die beiden haben nämlich tatsächlich kurz nach Tarik nochmal einen Sohn bekommen, Davian. Und ich weiß gar nicht, ob ihr Davian schon kennt. Ich glaube nicht. Davian ist ebenfalls ein Sohn von Kiara und Steve. Wir werden ihn natürlich jetzt auch mal kennenlernen. Davian ist aber vom Charakter her ein bisschen anders als Tarik. Ich fand das irgendwie schön, dass wir halt jetzt so eben hier zwei Brüder haben, damit es eben einfach auch nicht so festgelegt ist. Ich hätte eigentlich ja schon gerne, dass Alyssa irgendwann mal mit einem der Söhne vom Farmlife Let's Play eben zusammenkommt. Und das fände ich halt schön, wenn sie später groß sind. Einfach um die Stammbäume wieder so miteinander zu verschmelzen. Aber ich fände es irgendwie halt schön, wenn wir das nicht direkt schon so festgelegt hätten. Weil wenn es jetzt eben nur Tarik gäbe, dann wäre es halt schon so klar. So ein bisschen wie damals bei Nelia und Kai. Da war es ja irgendwie auch schon ziemlich klar, dass die beiden halt ein Paar werden. Und so haben wir jetzt halt hier zwei komplett verschiedene Brüder. Und Davian kennt tatsächlich Malia. Davian ist nämlich eher so ein bisschen tatsächlich, dass er sich auch so ein bisschen auskennt mit der ganzen Social-Media-Sache und er achtet auch so ein bisschen mehr darauf, wie er aussieht und ist jetzt auch nicht schmutzig durch die Gegend am Laufen. Alyssa mag ihn tatsächlich auch sehr gerne und ich denke jetzt momentan ist das ja sowieso, dadurch, dass das Kinder sind, alles nur freundschaftlich und da ist auch noch nichts mit Schwärmerei oder so. Alyssa freut sich jetzt gerade hier einfach nur, dass sie Kinder gefunden hat, mit denen sie halt hier die Zeit ein bisschen verbringen kann. Und für uns später können wir uns halt da noch eine Geschichte ausdenken. Aber jetzt gerade erstmal ist das so die Idee. Genau, wir werden uns jetzt hier mal freundlich bei Lynn vorstellen, weil auch Davian wird jetzt gesagt haben, ja klar, natürlich, du kannst auf Lynn reiten. Lynn ist total lieb, sie wird dich auch nicht abwerfen oder so. Du, sie kennt das schon. Weißt du, wir sind alle schon auf ihr geritten als Kinder und wir haben das alle gelernt und das wird schon klappen. Und deswegen werden wir jetzt hier einmal reingehen und mal gucken, ob wir tatsächlich hier auf Lynn reiten können. Ich weiß gar nicht, ob man einfach so auf einem fremden Pferd reiten
darf oder ob man sich da erstmal mit den Besitzern gut verstehen muss. Das müssen wir jetzt mal gucken. Aufsteigen. Wir können tatsächlich aufsteigen. Oh mein Gott, das machen wir auf jeden Fall jetzt. Alyssa lernt einfach reiten. Wie cool ist das denn bitte? Sie ist gerade noch ein bisschen überfordert, aber sie versucht es jetzt einfach. Wir müssen uns jetzt so vorstellen, als dass Tarik und Davian halt hier daneben stehen und ihr so ein paar Tipps geben, wie sie das jetzt hier machen muss, dass sie eben auf Lynn aufsteigen kann. Und das sieht so witzig aus, wie sie ja gerade versucht, eben auf das Pferd aufzusteigen. Aber sie macht das sehr, sehr gut. Und sie sitzt jetzt tatsächlich hier im Sattel. Wie cool ist das bitte, Leute? Ich finde das so schön, dass Alyssa jetzt einfach schon hier reiten lernt, obwohl sie ja eigentlich so mit Pferden und so gar nichts am Hut hat. Aber ich glaube, dass sie jetzt halt sehr schnell merken wird, dass ihr das total gut gefällt hier. Wie glücklich sie einfach da im Sattel sitzt, Leute. Ich musste gerade ein paar Fotos von ihr machen, weil ich das so schön finde, wie Alyssa hier einfach in ihren vermeintlichen, also in ihren vermutlich, wahrscheinlich hat sie nur Designerklamotten, aber sie sitzt jetzt einfach gerade hier in ihren Designerklamotten auf einem Pferd. Und sie kommt jetzt auch ganz schnell wieder runter, weil ihr das alles nicht so richtig ganz geheuer ist. Aber ich finde es so schön, dass sie sich jetzt mal drauf getraut hat, sich einfach auf das Pferd zu setzen. Aber sie wird halt jetzt auch da hinten kommen, Kiara und Steve. Schön. Und da können wir uns jetzt nämlich direkt bei denen auch mal vorstellen, weil ich denke, Kiara wird tatsächlich für Alyssa eine ganz besondere Person sein. Kiara, bleib mal bitte stehen. Du wohnst sowieso hier, deswegen kannst du jetzt bitte auch mal hierher kommen. Wir werden uns mal freundlich bei ihr vorstellen. Denn ich denke, für Alyssa wird Kiara eine sehr, sehr besondere Person sein, weil ich meine, sie hat ja. Und sie will direkt schon wieder mit Tarik plaudern, Leute. Das ist einfach so süß. Und Kiara hat, glaube ich, gerade nur mal kurz zu Hause vorbeigeschaut und muss jetzt gerade noch irgendwas erledigen. Und schaut euch den Sonnenuntergang hier in Henford und Beckley an. Ich liebe dieses Dorf oder ich liebe diese Welt. Henford und Beckley ist einfach meine absolute Lieblingswelt hier in Sims. Es ist so wunderschön hier. Deswegen freue ich mich tatsächlich auch wirklich sehr darauf, dass wir in der nächsten Generation wieder hier spielen werden. Alyssa unterhält sich jetzt gerade hier ein bisschen mit Tarik und Davian. Aber worauf ich hinaus wollte, ich glaube, Kiara wird für Alyssa eine sehr besondere Person sein, denn Alyssa hat ja zu ihrer eigenen Mom jetzt nicht unbedingt so das allerbeste Verhältnis. Sie versucht ihr immer zu gefallen und sie versucht irgendwie alles möglich zu machen, dass sie alles so macht, wie Malea das gerne möchte. Aber irgendwie ist Malea von ihrem Typ her halt einfach eine sehr, sehr kalte Person. Und das merkt Alyssa natürlich auch. Sie hat alles, was man sich wünschen kann als Kind, aber eben nicht wirklich die Liebe ihrer Mutter. Und Kiara ist halt so ganz anders. Sie ist ja total liebevoll mit ihren Kindern und schenkt denen super viel Aufmerksamkeit und Zeit und so. Und das kennt Alyssa halt gar nicht. Und deswegen glaube ich, wird Kiara für Alyssa noch so eine Art Ersatzmama werden. Also, dass die ihr halt ganz viele Sachen beibringt, so kochen und stricken und so Kram, weil Alyssa das halt voll mag. Aber Malia kann damit halt überhaupt gar nichts anfangen. Und sie will auch eigentlich gar nicht, dass ihre Tochter sowas kann und macht, weil es gibt ja Bedienstete dafür. Warum sollte sie kochen lernen? So denkt Malia zumindest. Und deswegen wird Alyssa das dann eben überwiegend von Kiara lernen. Genau, das fand ich total schön, wenn sie halt ihrer vermutlich zukünftigen Schwiegermutter halt voll das gute Verhältnis hat und sich richtig gut mit ihr versteht. Das fände ich irgendwie total schön. Das hatten wir nämlich, glaube ich, auch schon echt lange nicht mehr. Sie nimmt sich jetzt hier einfach so ein verdorbenes Essen. Ich glaube, sollten wir das essen? Es ist nicht verdorben, aber es ist von der Qualität her schlecht. Na gut, okay. Nimmst dir mal, Alyssa, du hast wahrscheinlich, also ich denke mal, für sie wird das jetzt komisch sein, weil sie kennt das halt nicht, dass Essen auch nicht schmecken kann, weil eigentlich kocht halt die Butlerin immer und die kocht halt sehr, sehr gut, weil sie es halt auch einfach sehr, sehr gut kann. Und deswegen nimmt sie sich jetzt einfach sehr zuversichtlich hier dieses Essen und wundert sich dann, als sie reinbeißt, als sie merkt, dass das halt echt gar nicht schmeckt, weil Fleur und Dahlia halt gerade erst noch so ein bisschen lernen zu kochen. Und eine von den beiden hat das zubereitet und hat irgendwie das Salz vergessen oder so. Und sie ist jetzt total, total entsetzt, dass halt Essen auch einfach mal nicht schmecken kann. Das ist total die neue Erfahrung hier für unsere Alyssa. Und ja, aber Leute, ich liebe es. Ich liebe es wirklich sehr und ich freue mich wirklich so, so sehr darüber, dass wir jetzt eben einfach dann wieder ein bisschen Zeit mit den Farmlife-Leuten haben. Wir werden natürlich spätestens im nächsten Part, vielleicht auch zum Ende dieses Parts, wieder zurück nach Del Sol Valley gehen, denn aktuell spielen wir ja noch Maleas Geschichte, aber ich möchte halt schon so ein kleines bisschen einleiten, dass wir eben hier schon Kontakte knüpfen und dadurch, dass Alyssa jetzt Davian und Tarik kennt, kann sie den beiden ja dann auch immer Nachrichten schreiben und so.
Und das finde ich total, total schön. Aber ich denke, wir müssen jetzt dringend wieder zurück in unsere Ferienunterkunft, denn es ist schon sehr, sehr spät. Und ich denke, Malia wird sich dann doch so langsam ein bisschen Sorgen machen. Einfach schon richtig dunkel draußen. Aber Malia scheint sich aktuell noch keine großen Sorgen um ihre Tochter gemacht zu haben. Ich denke, dass sie wahrscheinlich sowieso irgendwie so ein GPS-Tracker-Armband oder sowas hat, damit sie jederzeit sehen kann, wo ihre Tochter sich gerade so rumtreibt. Und ich denke, wir werden jetzt mal hier gerade zu unserem Bruder hingehen und ihm. Hat er die gleiche Frisur wie Tarek? Ist das die gleiche Frisur? Ich glaube schon, ne? Vielleicht sollten wir Zane bald mal eine andere Frisur geben. Ich habe übrigens vor, Leute, das machen wir jetzt, glaube ich, gerade einmal gemeinsam. Wir werden jetzt einmal hier in den Spieloptionen die Lebensdauer auf kurz stellen. Weil ich bin bereit für die nächste Generation, Leute. Ich bin absolut bereit für die nächste Generation und ich möchte ganz gerne jetzt bald in die nächste Generation starten. Zane wird nämlich dann in 4 Tagen zum Teenager und das ist sehr gut. In 6 Tagen wird Alyssa dann zur Teenagerin und ich denke, wenn sie dann zur Teenagerin wird, dann werden wir auch mit Malia soweit einiges abgeschlossen haben. Die Story mit Lola, der Butlerin und Jermaine habe ich mir schon überlegt, wie die ausgehen wird. Dann werden wir wahrscheinlich dann am Ende diesen Parts oder am Anfang des nächsten Parts anfangen mit, dass wir diese Story in die richtigen Bahnen leiten werden, sodass wir das dann auch bald abschließen können. Und ich möchte auf jeden Fall mit Balea hier ganz schnell noch ganz viel dran arbeiten, denn wir haben ja auch noch einiges vor uns. Wir müssen ja hier auch noch einiges machen. Ich weiß halt echt nicht, wie wir das mit dem Preis machen sollen, weil ich habe noch nicht gesehen, dass wir für irgendwas nominiert worden sind. Ihr hattet mir mal in die Kommentare geschrieben, dass ihr da irgendwas gesehen habt. Aber ich denke mal, dass das wahrscheinlich jetzt auch schon wieder zu spät ist. Matthew hat den Mindshank-Ohren freigeschaltet. Wie gut von dir, Matthew. Du bist ein ganz toller Säugling. Du bist ein ganz, ganz toller Säugling. Und du liegst hier einfach auf dem Teppichboden ganz allein im Kinderzimmer. Aber du bist glücklich. Das ist schön. Okay, er ist nicht mehr glücklich. Ich habe nichts gesagt, Leute. Unsere schwangere Butlerin ist hier mit im Urlaub und ich denke, dass unsere schwangere Butlerin jetzt gerade in diesem Moment am Telefonieren ist, während Malia hochkommt. Sie wird jetzt hier, also Malia kommt jetzt gerade hier so hoch, weil sie halt ihren Sohn weinen hört und sie wundert sich, weil normalerweise ist die Butlerin da ja immer sehr schnell, aber die Butlerin ist halt gerade in ein total emotionales Gespräch irgendwie vertieft am Telefon und deswegen hat sie jetzt gerade gar nicht so richtig mitgekriegt, dass Matthew ein bisschen am Jammern war. Und Malia hört dann dieses Gespräch mit Zane, denken wir uns jetzt gerade mal weg. Er ist nicht hier, aber Malia steht halt jetzt hier gerade vor der Tür und hört halt, wie die Butlerin mit irgendjemandem telefoniert. Natürlich hört sie die andere Person an der anderen Leitung nicht, aber sie hört eben, wie die Butlerin zu ihrer Gesprächspartnerin oder zu ihrem Gesprächspartner etwas sagt. Und zwar wird sie sagen: Hey, du, also ich finde es richtig fies, dass du mich jetzt mit der ganzen Sache alleine lässt, weißt du? Also du weißt schon, dass es dein Kind ist, oder? Es kann niemand anders sein. Es kann von niemand anderem das Kind sein. Du musst der Vater sein. Ja, ich muss gerade ein bisschen leiser reden, aber damit Malia mich nicht hört, aber es muss dein Kind sein und ich will nicht, dass du mich damit alleine lässt, weißt du? Wenn du mich jetzt damit alleine lässt, ich sag's dir, ich werde es ihr sagen. Nein, ich will dich nicht erpressen, aber ich werde ihr sagen, was wir miteinander hatten und ich werde ihr sagen, dass du mir gesagt hast, dass das was ganz Besonderes ist zwischen uns beiden und dass du mich dann einfach hast fallen lassen, das geht gar nicht. Hörst du, Tremaine? Und jetzt weiß sie Bescheid. Und jetzt weiß sie Bescheid. Oh mein Gott, Leute. Jetzt weiß Malia nämlich Bescheid, denn sie hat dieses Telefonat jetzt mit angehört, weil irgendwie muss sie ja erfahren, dass dieses Kind im Bauch ihrer Butlerin von Tremaine ist. Und die Butlerin hat sehr leise geredet, weil sie natürlich, also so leise, wie man in einer aufgebrachten Stimmung eben reden kann, weil sie natürlich denkt, also sie hat eben noch gesehen, dass Malia halt hier vorm Fernseher sitzt und sie hat sich auch gedacht, ja, Malia bewegt sich da jetzt sowieso nicht weg, weil sie ist gerade mit ihrer Social-Media-Sache beschäftigt. Und deswegen hat sie jetzt sehr riskant hier mit Tremaine telefoniert. Und wie ihr mitbekommen habt, will Tremaine von diesem Kind nämlich auch nichts wissen, denn er will eigentlich mit Malia zusammen sein. Denn ihm geht es natürlich auch um Ruhm und Ehre und ganz viel Geld. Und das bringt die Butlerin natürlich alles nicht mit. Sie ist halt sehr schön und sie ist auch sehr nett. Und deswegen hat er sich in einem schwachen Moment eben so ein bisschen in sie verguckt und wollte dann eine schöne Nacht mit ihr erleben, dass dabei ein Kind zustande kommt. Hat er so
nicht geplant. Aber es ist jetzt so, Freunde. Es ist jetzt so, er hat ein Kind gemacht mit unserer Butlerin und er versucht sich da jetzt aber gerade ganz vehement herauszuziehen. Natürlich wird Malea, wir kennen ja alle unsere Malea, Malea wird dieses Wissen natürlich jetzt schön erstmal für sich behalten. Sie ist natürlich nicht so blöd, jetzt in das Zimmer hereinzustürmen und die Butlerin mit dem Gehörten zu konfrontieren. Sie ist ja eine sehr eiskalte und berechnende Person und deswegen wird sie natürlich dieses Wissen jetzt wieder für sich behalten und wird versuchen, dieses Wissen für sich zu nutzen. Und sie wird alle Infos, die sie jetzt mittlerweile so hat, von Lola, von Tremaine und von ihrer Butlerin, wird sie jetzt alle so ein bisschen in ihrem Kopf auseinandernehmen. Sie kann das ja recht emotionslos, weil sie halt einfach nicht wirklich emotional ist. Und deswegen kann sie das jetzt alles sehr neutral betrachten und kann sich jetzt einen richtig fiesen Plan überlegen und diesen Plan werden wir gemeinsam zusammen spielen, aber nicht jetzt, denn jetzt wird Malea erstmal ins Bett gehen, weil sie denkt sich so, okay, ich brauche meinen Schönheitsschlaf, morgen ist ein wichtiger Auftritt für mich und, achso, ich dachte gerade, Malea wäre in Elternzeit, nein, Malea ist nicht in Elternzeit, Malea wird nach ihrer Elternzeit bei der nächsten Schicht erwartet, okay, wir haben tatsächlich am Montag einen Auftritt, okay, das ist letzte Stadt im Westen, das hätte tatsächlich besser nach Chestnut Ridge gepasst, aber wir sind halt jetzt in Hanford und sie musste hier halt Vorbereitungen für diesen Dreh machen, Leute, ne, weil wir werden nicht bis Montag hier sein, Zane, du hast dein eigenes Bett, du brauchst nicht im Bett deiner Mom schlafen, ich glaube nicht, dass Malea eine Mutter ist, die möchte, dass du in ihrem Bett schläfst. Schlaf mal in deinem eigenen Bett. Alyssa, hier ist dein Bett. Und Matty liegt jetzt hier auf dem Boden und schläft. Alles klar, ja, weil die Butlerin ist gerade ein bisschen mit sich selbst beschäftigt. Sie versucht natürlich jetzt gerade hier den Schein zu wahren und versucht jetzt gerade hier alles sauber zu machen und ja, ne? Und hofft einfach sehr, dass Malea nichts mitbekommen hat. Aber als sie runterkam, saß Malea ja wieder hier und als sie hochgegangen ist, saß Malea auch da und deswegen ist sie jetzt ziemlich sicher, dass Malea nichts von ihrem Telefonat mitbekommen hat. Okay, Leute. Es ist 3 Uhr nachts, fast 4 Uhr nachts. Es gewittert und schüttet draußen in Strömen. Und unsere Butlerin hat soeben Wehen bekommen. Sie bekommt ihr Baby. Und zwar jetzt, in diesem Part. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn sie ihr Baby bekommt. Ich glaube, sie wird dann wahrscheinlich erstmal weg sein. Ich weiß nicht, ob sie dann sowas wie Elternzeit hat oder ob sie das Kind direkt schon zu einer Tagesmutter gibt, wenn es ein Neugeborenes ist und dann wieder ihren Dienst antritt. Das weiß ich tatsächlich alles nicht, aber wir werden es herausfinden. Es kann natürlich auch sein, dass sie dann tatsächlich erstmal nicht mehr unsere Butlerin ist. Je nachdem, wie es jetzt kommt, werden wir die Story darum herum natürlich dann entwickeln und werden uns da was überlegen. Jetzt gerade kümmert sie sich aber trotz Wehen hier noch rührend um Matty. Das finde ich sehr, sehr süß von ihr. Das ist wirklich sehr, sehr süß. Also sie versucht es zumindest. Aber die Wehen sind tatsächlich sehr, sehr stark. Ich werde jetzt mal vorspulen und... Ach, sie macht einfach Bauchzeit mit ihm. Das ist eigentlich so eine gute Seele, wirklich. Sie hat sich einfach nur in den falschen Mann verliebt. Sie hat sich einfach nur in den falschen Mann verliebt, der ihr was versprochen hat von, ja, ich verlasse Malea für dich und bla bla, bis sie halt bereit war, mit ihm was anzufangen und dann lässt er sie einfach fallen. Eigentlich ist sie ja wirklich eine arme Socke, ne? Es ist wirklich einfach so. Naja, wir gucken mal, ich spule jetzt ein bisschen vor und wir schauen mal, ob dieses Kind jetzt tatsächlich hier geboren wird oder wie das Ganze jetzt vonstatten geht. Wir werden es beobachten. So, es ist der nächste Morgen. Die Butlerin hat tatsächlich ihr Kind noch nicht bekommen. Sie läuft immer noch offensichtlich mit Wehen hier herum. Alyssa schaut sich gerade einen sehr traurigen Film mit einem Hund an, der von zu Hause weggelaufen ist. Und Alyssa ist auch ein bisschen traurig. Also tun wir zumindest mal so gerade, dass sie eigentlich inspiriert. Aber sie ist gerade ein bisschen traurig, weil sie wieder nach Hause muss. Denn sie hat natürlich jetzt hier gerade eine ganz andere Welt entdeckt. Und sie liebt Hanford. Sie merkt einfach jetzt schon total, dass sie Hanford und Beckley absolut liebt. Und ich werde ihr jetzt hier mal so eine kleine Kiste kaufen, mit der sie ein Freundschaftsarmband macht. Kann, denn sie möchte Tarik etwas zum Abschied mitgeben. Sie wird jetzt hier ein Freundschaftsarmbändchen knüpfen. Ich denke mal, da gibt es doch bestimmt auch Mods, Leute, oder? Da gibt es doch bestimmt Mods, womit man mehr Auswahl hat. Ich finde, das ist ein bisschen schade hier. Wir nehmen ein ganz buntes. Sie wird einfach mal ein ganz buntes Freundschaftsarmband jetzt hier knüpfen für sich und Tarik. Weil sie möchte Tarik einfach hier etwas lassen, was ihn an sie erinnert. Denn sie hatte hier eine so, 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 so schöne Zeit und sie wird diese Zeit niemals vergessen. Und sie möchte auch, dass Tarik das eben einfach nicht vergisst, dass die beiden sich halt hier kennengelernt haben. Und deswegen wird sie ihm jetzt hier ein Freundschaftsarmbändchen knüpfen. Und ich finde, das ist total süß, Leute. Das ist so schön, dass das jetzt einfach schon als richtig, richtig gute Freundschaft anfängt. Ich glaube auch, dass später Alyssa nicht möchte, dass mehr aus dieser Freundschaft wird, wenn die dann eben mal Teenager sind oder so. Ich kann mir vorstellen, dass sie das gar nicht will, weil sie will einfach diese wunderschöne Freundschaft irgendwie nicht gefährden.
Und hat sie das Armbändchen jetzt kaputt gemacht? Hat es nicht geklappt? Nein, es ist kaputt gegangen. Oh nein, dieses Objekt kann nicht verkauft oder gelöscht werden. Okay, da müssen wir es leider zerstören. Es tut mir sehr leid. Gut, dann werden wir jetzt ein neues Armband anfangen. Okay, bunt hat nicht so richtig geklappt. Dann machen wir jetzt dieses mit den Diamantmustern hier. Sie ist jetzt ganz motiviert, weil sie halt weiß, dass sie heute eben wieder weg muss, dass sie heute wieder abreisen wird. Und deswegen möchte sie jetzt eben ganz schnell noch dieses Armbändchen hier fertig machen, weil es ihr total wichtig ist. Wie gesagt, dass Tarek sich eben an sie erinnert. Und dieses Mal hat es auch geklappt. Wie schön. Okay. Und jetzt können wir das nämlich tatsächlich dann auch Tarek geben. Und es regnet zwar gerade in Strömen, aber Alyssa wird jetzt, okay, die Butlerin wird sie wahrscheinlich nicht fahren können, aber Alyssa wird jetzt eben ihre Mom so lange angebettelt haben, dass sie auf dem Rückweg nochmal ganz kurz bei hier vorbeifahren soll, weil sie haben sich jetzt ins Auto gesetzt, haben alle Sachen gepackt und so. Und Elinore Kobaley. Wer ist Elinore Kobaley? Kenne ich Elinore Kobaley? Leute, wer ist das? Okay, wir müssen gleich dem Ganzen hier mal auf die Spur gehen. Wer das ist? Habe ich jetzt gerade einen Denkfehler? Wer ist das? Na egal, wir werden jetzt erstmal hier, wie gesagt, wir haben alle Sachen gepackt und wir sitzen schon in unserer Limousine, die uns wieder zurück nach Del Sol Valley bringen wird. Aber Malia lässt sich jetzt dazu überreden, dass sie nochmal ganz kurz hier vor dem Haus von Tarek und dem Farmlife-Spielstand, genau, dass sie da nochmal anhalten, damit Alyssa Tarek dieses Armbändchen geben kann. Wir rennen jetzt ganz schnell hier natürlich zur Tür, weil es regnet halt wirklich in Strömen und Alyssa will natürlich ihre Designerklamotten jetzt auch nicht komplett nass machen. Deswegen wird sie jetzt einfach hier zur Tür ganz schnell rennen und anklopfen und klingeln. Und ich hoffe natürlich sehr, dass Tarek jetzt auch da ist. Ja, er ist da. Er ist da. Und er guckt auch gerade einen Film. Vielleicht guckt er auch gerade den gleichen Film, den Alyssa sich gerade eben angeguckt hat. Er sitzt jetzt hier gerade auf dem Sofa und er wundert sich und sagt: Hey, Alyssa, hattest du nicht gesagt, dass du heute schon wieder abreist? Ich freue mich total, dich zu sehen. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass wir uns jetzt nochmal sehen. Und Alyssa wird dann sagen: Ich hatte so eine wahnsinnig schöne Zeit hier bei euch. Es war irgendwie wie eine ganz andere Welt. Und ich wollte dir unbedingt noch etwas geben, damit du dich auch an mich erinnerst. Weil ich werde mich definitiv jederzeit immer wieder an unsere schöne Zeit. Okay, die beiden sind noch keine Freunde. Dafür müssen wir jetzt gerade einmal sorgen. Wir müssen jetzt so ein bisschen hier die beiden miteinander quatschen lassen. Das geht ja meistens bei Kindern recht schnell, dass sie sich kennenlernen. Wir haben übrigens heute Halloween. Müssen wir mal gucken, ob wir das noch spielen. Aber jetzt müssen wir erstmal dafür sorgen, dass die beiden. Er ist einfach ein Bücherwurm. Wie toll ist das denn? Ich weiß gar nicht, ob ich das eingestellt habe, aber das passt so perfekt einfach. Weil wir hatten ja überlegt, oder ich hatte überlegt, ich weiß gar nicht, ob wir das zusammen überlegt hatten oder ob ich das nur überlegt hatte. Aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass. Warum packst du jetzt diese Ente hier aus? Ich kann mir gut vorstellen, dass sie halt später total gerne Bücher liest, strickt und so Kram macht. Und Tarek liebt es einfach auch, Bücher zu lesen. Und deswegen werden wir natürlich uns mit ihm ganz, ganz besonders gut verstehen. Wir müssen jetzt nur gerade dafür sorgen, dass die beiden sich halt gut genug anfreunden, dass sie ihm dieses Armband schenken kann. Und die beiden machen jetzt hier auch noch ein Foto zusammen, an das sie sich dann beide eben erinnern können. Ich denke, dass Alyssa ihm wahrscheinlich dieses Foto dann auch schickt als Handyfoto, sodass sie das dann eben beide haben von ihrer neu errungenen Freundschaft. Das ist so schön, Leute. Ich finde das so schön, dass die beiden sich jetzt eben schon kennenlernen. Ich glaube, ich habe das jetzt ein paar Mal erwähnt, ne? Aber ich finde es einfach so wahnsinnig schön. Wir können immer noch nicht das Freundschaftsarmbändchen tauschen, aber es ist nicht mehr lang, Leute. Es kann nicht mehr lange sein, dass die beiden sich so gut verstehen, dass sie auch das Freundschaftsarmbändchen miteinander tauschen können. Ja, Tarek und Alyssa sind soeben gute Freunde geworden. Ich denke, jetzt können wir ihm das Freundschaftsarmbändchen überreichen. Sie ist so aufgeregt, aber sie wird ihm das jetzt eben zeigen. Sie wird dann sagen, hey, ich hoffe, es gefällt dir. Ich habe das hier extra für dich gemacht. Wo ist das ab? Ah, da, er hat's an, wie schön. Und sie hat auch eins davon an. Ach Leute, das ist so toll. Also wie gesagt, sie wird eben gesagt haben, hey, ich hoffe, es gefällt dir. Ich bin echt nicht so begabt da drin, weil meine Mom lässt mich nicht so wirklich viel Handwerkliches machen und der erste Versuch ist leider auch gescheitert. Aber ich habe ein Freundschaftsarmbändchen für uns gemacht. Ich hoffe, du findest es nicht total kitschig, aber ich wollte einfach, dass du irgendwas hast, dass du dich an mich erinnerst, weißt du, wenn ich jetzt wieder in Del Sol Valley bin, weil das ist echt weit weg und da werden wir uns erstmal eine Zeit lang nicht mehr sehen, aber du hast ja meine Nummer und wir können uns ja immer schreiben, okay? Wir schreiben uns immer und wir können auch mal telefonieren, okay? Das machen wir, alles klar. Gut, Tarek, ich muss leider jetzt los, aber wir werden uns hoffentlich ganz bald wiedersehen. Und damit werde ich jetzt tatsächlich diesen Part beenden, Freunde. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir wie immer alles in die Kommentare, was euch durch den Kopf geht. Und bis zum nächsten Part wünsche ich euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.